Sehr geehrte Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Jetzt warten wir da noch den Fototermin links vorne ab. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Mammuts, Wertefest und Ehrengäste. Es ist mir eine sehr große Freude und Ehre, Sie alle hier und heute bei uns im Mammutsmuseum Mistelbach begrüßen zu dürfen. Selbstverständlich geht auch ein großes Hallo und einen schönen guten Abend an all jene Personen, die sich zu Hause gemütlich gemacht haben vor ihren PCs, Laptops und Handys und dieser Ausstellungseröffnung virtuell beiwohnen. Schönen guten Abend. Lange Zeit war überhaupt nicht klar, ob wir diese Ausstellungseröffnung heute hier in Präsenz vor Ort machen können. Umso erfreuter sind wir, dass Sie heute alle hier sind, dass es möglich ist, trotz steigender Fallzahlen und dass Sie vor allem so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind, um mit uns heute gemeinsam die Eröffnung der neuen Ausstellung Königreiche der Eisenzeit zu feiern. Wir alle wissen aber auch, dass die Covid-19-Pandemie noch lange nicht vorbei ist und deswegen darf ich jetzt auch nochmal die dringende Empfehlung aussprechen, Ihre FFP2-Maske, wie Sie jetzt eigentlich 100% auch schon haben, auch während dieses Festakts weiterhin zu tragen und dann bitte auch in der Ausstellung beim Rundgang. Natürlich sind Sie alle unsere heutigen Ehrengäste, aber erlauben Sie mir trotzdem, dass ich im Namen von uns allen, vom gesamten Team des Mammuts und auch von unserem wissenschaftlichen Leiter Franz Pieler einige Persönlichkeiten namentlich begrüßen darf. An der Spitze natürlich in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrat Martin Echtinger. Schön, dass Sie heute hier sind. Weiters begrüßen darf ich auch kein Unbekannter bei uns zum Glück, den Abgeordneten zum Niederösterreichischen Landtag, Manfred Schulz. Danke, dass du da bist. Stellvertretend für alle Bürgermeister, für alle Gemeindeverantwortliche und Vertreterinnen von öffentlichen Organisationen darf ich große Abordnungen und Abordnungen von unseren zwei Standortgemeinden begrüßen. Für die Stadtgemeinde Mistelbach Bürgermeister Erich Stubenvoll, Kulturstadtrat Josef Schimmer und Stadtamtsdirektor Reinhard Gabauer und für die Marktgemeinde Aspern Bürgermeister Manfred Meixner. Vielen, vielen Dank. Für alle Gesellschafter unseres Unternehmens, für die vielen Partner aus Schulen, aus Erwachsenenbildung, aus Kultur und Tourismus sowie auch für alle Kolleginnen und Kollegen aus anderen Museen begrüße ich, wie gesagt, stellvertretend für alle den Geschäftsführer des Vereins Freunde des Mammuts, Josef Lana. Schön, dass du bei uns bist. Die Ausstellung selbst wurde in Kooperation, in sehr enger Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum Wien und den Firma Museumspartnern konzipiert und dann auch umgesetzt. Diese sind natürlich allesamt, zumindest eine Institution, mit einer großen Abordnung hier und heute vertreten. Es ist wirklich eine sehr große Abordnung und stellvertretend für alle unsere Partner und unsere Leihgeber lassen Sie mich bitte begrüßen für das Naturhistorische Museum Wien den stellvertretenden wissenschaftlichen Geschäftsführer Andreas Groh, die Direktorin der Abteilung Prähistorie, IMOX en bloc, Entschuldigung, Carina Krömer und ihren Vorgänger in dieser Position, Anton Kern. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber sicherheitshalber begrüße ich ihn trotzdem auch für die Museumspartner, den Geschäftsführer Peter Elsässer. Wenn er da ist, wird er gleich winken, sonst sage ich jetzt einfach, hinten eine weite Anreise aus Tirol, danke, dass du da bist. Es freut uns natürlich auch sehr, dass sehr viele Leihgeber und Unterstützer dieser Ausstellung hier unter uns sind. Stellvertretend für Sie alle darf ich begrüßen den Chefkurator der Ur- und frühzeitlichen Sammlung des Universalmuseums Joanneum in Graz, Marco Mehle. Bevor Ihnen jetzt dann folgend gleich unser wissenschaftlicher Leiter Franz Pieler und auch unser Kurator Fritz Breinfalk einige Einblicke und Überlegungen zu dieser Ausstellung geben werden, lassen Sie mich bitte noch einige Worte des Dankes sprechen.
Eine Ausstellung wie diese bedarf natürlich einer intensiven Vorbereitung und vor allem Teamarbeit. Deshalb darf ich mich hier jetzt auch an dieser Stelle nochmal bei all unseren Leihgebern, vor allem auch bei all unseren Partnern, die hier in der Ausstellung in den letzten Wochen im Einsatz waren, recht herzlich bedanken. Insbesondere aber natürlich auch beim gesamten Team des Mammuts. Da sind einige Personen in den letzten 2 Wochen fast Tag und Nacht hier gewesen. Vielen, vielen Dank an alle. Ohne euch wäre das nicht möglich. Dankeschön. Ein großes Dankeschön geht natürlich, und Sie werden sie dann später noch kennenlernen, an unseren Hauptkurator Fritz Breinfalk und natürlich an den wissenschaftlichen Leiter Franz Pieler, auch gemeinsam mit Carina Krömer und Anton Kern, die hier für diese Ausstellung, für die Inhalte verantwortlich sind. Wir freuen uns auch sehr, dass viele Kolleginnen, Bekannte und Freunde aus den unterschiedlichen Kulturbetrieben, den Medien und der Forschung heute bei uns sind und mit uns gemeinsam diese Ausstellungseröffnung feiern. Es freut uns wirklich, dass so viele gekommen sind. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das war meines Erachtens genug der Einleitung. Und ich habe ihn vorhin schon erwähnt und darf ihn jetzt zu mir auf die Bühne bitten und um seine Grußworte, um seine Einleitung bitten, den stellvertretenden wissenschaftlichen Geschäftsführer des Naturhistorischen Museums in Wien, Andreas Groh. Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie im Namen des Naturhistorischen Museums ganz herzlich hier begrüßen bei der Eröffnung der heutigen Ausstellung, an der das Naturhistorische Museum ganz maßgeblich beteiligt war. Ich darf Ihnen auch die besten Grüße unserer Generaldirektorin, der Frau Dr. Katrin Wohland, ausrichten, die sich auf einem Auslandstermin heute befindet und leider nicht bei uns sein kann. Das Naturhistorische Museum Wien und die Niederösterreichischen Landessammlungen verbindet eine sehr lange und produktive Kooperation, die bereits zu vielen gemeinsamen Projekten geführt hat. Darunter Ausstellungen an den 2 Standorten in Aspern und Mistelbach. Diese Kooperation ist aber nicht auf Ausstellungen beschränkt. Sie erstreckt sich auf ganz verschiedene Bereiche, zum Beispiel die Lehre und die Forschung. Ich möchte hier nur die Lehre zur experimentellen Archäologie zum Beispiel im Freilichtmuseum in Aspern erwähnen. Und wenn Sie einmal die Möglichkeit haben, auch bei einem museumspädagogischen Vorführung hier dabei zu sein, das hat schon mich als Jugendlicher begeistert, das Steinzeitbrotbacken, eine ganz tolle Sache. Die meisten von Ihnen als langjährige Freunde und Kenner dieser Museen sind das wahrscheinlich eh schon gewöhnt. Das Naturhistorische Museum ist stolz darauf, zu der heutigen Ausstellung beigetragen zu haben. Und wir konnten aus der reichhaltigen Sammlung viele wertvolle Artefakte beisteuern. Dabei handelt es sich durchwegs um Objekte der ersten Wahl, die wir nur unseren Partnern, mit denen wir eine langjährige und gute Kooperation pflegen, zur Verfügung stellen. Sie stammen teilweise sogar unserer Dauerausstellung, unserer Schausammlung und hinterlassen dort ein bisschen eine Lücke, die wir aber mit anderen Objekten füllen. Diese Objekte wurden für die Ausstellung extra neu restauriert über die letzten 8 Monate. Und daher möchte ich bei meinem Dank für die Mitarbeiter des Naturhistorischen Museums mit der Nennung des technischen Teams beginnen. Und zwar hat sich das besonders verdient gemacht bei der Restaurierung und bei der Ausstellung hier. Beteiligt waren die Restauratorinnen Irina Huller, Gergana Almstetter sowie der Restaurator Daniel Oberndorfer. Manche von ihnen habe ich heute auch schon gesehen. Unter der Mithilfe der ehrenamtlichen Mitarbeiter Franz Helget und Margot König. Für die Inventarabwicklung zeichnen Vinzenz Kern und Carina Österreicher für den Leihverkehr verantwortlich. Das gesamte wissenschaftliche Team unter der Leitung des pensionierten Direktors Hofrat Dr. Anton Kern und der neuen Direktorin Dr. Carina Krömer waren maßgeblich an der Konzeption beteiligt, an den Recherchen, am Texteschreiben. Auch Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank für die geleistete, großartige Arbeit. Last but not least natürlich möchte ich unseren eigenen Kooperationspartnern hier danken, dem Land Niederösterreich, aber auch den Salinen Austria, den Salzwelten, für die langjährige Zusammenarbeit und Unterstützung.
Ohne diesen Unterstützern wäre es überhaupt nicht möglich, diese Tätigkeiten durchzuführen. Ihnen allen wünsche ich im Abschluss viel, viel Spaß, Freude in dieser Ausstellung. Lernen Sie was Neues dazu, entdecken Sie interessante neue Aspekte. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Andreas Groh, für diese wertschätzenden Worte und vor allem auch wirklich für diese tolle und sehr komplikationslose Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum in Wien. Ja, ich darf die Staffel jetzt sozusagen weitergeben an unseren wissenschaftlichen Leiter des Mammuts, Franz Pieler, der Ihnen jetzt auch einmal ein bisschen einen ersten Einblick gibt in die Überlegungen und diese Ausstellung. Sehr geehrter Herr Landesrat, sehr geehrte Ehren- und Festgäste, liebe Freunde des Mammuts, es ist mir eine große Ehre, Sie hier heute zur Eröffnung unserer diesjährigen Sonderausstellung Königreiche der Eisenzeit begrüßen zu können. Eine sehr große Freude ist es mir, dass es möglich ist, dieses wirklich in analog und quasi in echt machen zu können. Ich möchte natürlich auch unsere Zuseher auf den Laptops sehr herzlich begrüßen. Das ist ein bisschen ein Hauch der Normalität, der uns schon umfängt. Nach diesen pandemischen Einschränkungen der letzten Jahre ist das eben eine sehr große Freude, das hier wirklich tun zu können. Außerdem freue ich mich, dass wir hier als Kompetenzzentrum des Landes Niederösterreich für Urgeschichte und historische Archäologie gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, dem Naturhistorischen Museum Wien und zahlreichen Leihgebern aus dem In- und Ausland diese Ausstellung zusammenstellen konnten, die tatsächlich die erste eisenzeitliche Ausstellung dieses Ranges ist, die es seit 1980 gegeben hat. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es möglich war, mit diesem Engagement auch unserer Partner oder gerade unserer Partner diese Sammlung an wirklichen Ikonen der Eisenzeit, ich denke hier an den Kultwagen von Strettweg, an den Stier der Pitschiskala-Höhle, das unterkrainische Kriegergrab und viele andere weitere Dinge, die Sie dann in der Ausstellung sehen werden, im Original, das möchte ich dazu sagen, zu kombinieren mit den neuesten Funden der letzten 10 Jahre, die hier ein sehr, sehr umfassendes, neues und faszinierendes Bild dieser Epoche entwerfen. Das Mammuts widmet sich dem Thema 40.000 Jahre Mensch. In den letzten Jahren sind wir hier auch immer wieder nach Südamerika zum Beispiel ausgewichen und haben zum Beispiel die Maya, die Kultur der Maya präsentiert. Heuer haben wir ganz bewusst einen Fokus auf Mitteleuropa gelegt. Im Kollegenkreis haben wir das schon festgestellt, dass die Eisenzeit streng genommen eigentlich keine fix datierbare Epoche ist, sondern mehr oder minder eine Entwicklungsstufe der Technik und sozialen Verhältnisse. Zwei dieser wichtigen Entwicklungsstufen oder Phänomene sind die Eliten und ihre Selbstdarstellung und das andere ist die Kunst. Und diese beiden Aspekte möchten wir hier als besonderen roten Faden auch in der Ausstellung bringen. Und gerade bildende Kunst oder die bildliche Darstellung von Lebewesen, von Menschen und von Tieren ist es, dass die Hallstattkultur als völlig neues Phänomen nach der beinahe bilderlosen Epoche der Bronzezeit als völlig neu dastehend präsentiert. Und genau diese Bilder sind eine faszinierende und vielfältige Quelle zur Erforschung der Eisenzeit. Bevor ich aber jetzt zu sehr ins Detail gehe, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei unserem Kurator Fritz Breinfalk bedanken und ihn bitten, Ihnen weitere Details aus der Ausstellung zu verraten. Danke vielmals. Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch alle sehr herzlich begrüßen zur Eröffnung dieser Ausstellung. Erlauben Sie mir vielleicht am Beginn ein paar Dankesworte. Als allererstes möchte ich ganz, ganz herzlich allen unseren Leihgebern danken. Ich weiß, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass von ganz vielen Museen, Sammlungen, Institutionen einige der jeweiligen Spitzenstücke
uns hier zur Verfügung gestellt worden sind für diese Ausstellung. Nur durch diese Großzügigkeit der Museen und Institutionen ist es möglich, Ihnen heute einen so großen, wie ich glaube, repräsentativen Querschnitt über einige der aussagekräftigsten Funde der Hallstattkultur zu präsentieren. Ein ganz, ganz herzliches Danke. Wie gesagt, ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und ich glaube auch, dass in dem einen oder anderen Museum jetzt eine leere Vitrine steht. Umso mehr freut es uns, dass wir so großartige Leihgaben von Ihnen bekommen haben. Herzlichen Dank dafür. Als nächstes möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Mammut bzw. beim Team von Mammut. Zum einen, dass ich vor, ich glaube, mehr als 2,5 Jahren eingeladen worden bin, an dieser Ausstellung hier mitzuarbeiten, wo ich auch eben die Möglichkeit bekommen habe, ein bisschen meine eigene persönliche Sicht auf die Hallstattkultur hier einzubringen. Zum anderen möchte ich mich aber im Speziellen bedanken für die gute Zusammenarbeit, die wir da besonders jetzt in den letzten Monaten hatten. Es war zum Teil eine recht intensive Zusammenarbeit, es war aber immer eine sehr schöne, eine angenehme, eine positive, eine, ich würde sagen, freundschaftlich geprägte Zusammenarbeit, für die ich euch sehr, sehr dankbar bin. Danke vielmals. Ich möchte mich auch noch persönlich bedanken bei meinem Dienstgeber. Ich arbeite bei einem archäologischen Dienstleistungsunternehmen, Firma ADIG, Archäologischer Dienst GmbH in St. Pölten. Habe von meiner Firma Hilfe und Unterstützung erhalten für diese Ausstellung. Ganz besonders auch, dass ich gerade in der letzten Zeit meine Dienstzeit sehr flexibel gestalten durfte. Dafür danke ich meiner Firma, allen voran unserem Geschäftsführer Gottfried Artner, sehr herzlich. Als letztes und abschließend möchte ich noch meiner Frau Anna ganz herzlich danken, die mir in jeglicher Hinsicht sehr geholfen hat. Zum einen fachlich, sie ist ja selber auch Eisenzeitspezialistin, zum anderen hat sie mich aber auch in allen anderen Belangen sehr, sehr unterstützt, hat mir sehr geholfen und ohne ihr hätte ich diese Arbeiten auch nicht geschafft. Danke, Anna. Dann möchte ich Ihnen nur ganz kurz ein bisschen das Konzept der Ausstellung in einigen wenigen Schlagworten vorstellen. Königreiche der Eisenzeit, der Schwerpunkt oder der Fokus der Ausstellung liegt auf der Hallstattkultur, die vom 8. bis zum 5. Jahrhundert vor Christus in Mitteleuropa vorherrschend war. Wir haben aber gar nicht versucht, diese Kultur wirklich ganz umfassend darzustellen, sondern haben versucht, uns auf ein paar Schwerpunktthemen zu konzentrieren, von denen wir glauben, dass sie auch für die Menschen der damaligen Zeit von besonderer Wichtigkeit und von besonderer Bedeutung waren. Da ist zum ersten einmal der Fundort Hallstatt selbst. Hallstatt ist ein ganz außergewöhnlicher Fundort, es ist auch irgendwo ein doppelter Fundort. Zum einen das Salzbergwerk, ein gleichsam frühindustrieller Ort, der eine Besonderheit in sich birgt, und zwar durch die Gegebenheiten im Salzberg haben sich dort Funde erhalten aus organischem Material, die sich üblicherweise bei anderen Fundstellen nicht erhalten haben, wo wir also einen besonders intensiven Einblick zum einen ins Wirtschaftsleben, zum anderen aber auch in die materielle Kultur der damaligen Zeit bekommen. Das Salzbergwerk in Hallstatt lieferte aber auch die Grundlage für den Reichtum der Hallstatter Bevölkerung. Und der spiegelt sich dann im Gräberfeld wieder, von dem wir einige der herausragendsten Stücke hier Ihnen zeigen können. Und Hallstatt insgesamt, also das Bergwerk, Salzbergwerk, ist eine fast einmalige Fundstelle in ihrer Art. Und das Gräberfeld von Hallstatt ist wahrscheinlich das größte und bedeutendste früheisenzeitliche Gräberfeld, das es gibt. Und wir freuen uns sehr, dass wir diesen Fundort hier sehr repräsentativ vorstellen können. Ein zweiter großer Themenschwerpunkt, den wir haben, das ist die Sozialstruktur. Das ist schon ein bisschen angeklungen. Die Sozialstruktur war in der Hallstattzeit sehr stark ausgeprägt. Es standen offensichtlich sehr mächtige Herrscher an der Spitze, die wahrscheinlich auch sakrale, vielleicht priesterliche Funktionen gehabt haben. Was wir hier bei diesem Themenschwerpunkt aber über die ganze Ausstellung hinweg vielleicht ein bisschen machen, ist sowas wie ein bisschen Hofberichterstattung. Wir wollen ein bisschen zeigen, wie es bei der Elite, bei der Aristokratie der Hallstattzeit so ausgesehen hat.
Der nächste große Themenschwerpunkt, das ist irgendwo ein zweigeteilter Geisteswelt. Der erste Teil befasst sich mit dem Bestattungswesen, der natürlich für uns Archäologen immer eine ganz besonders reichhaltige Informationsquelle liefert zum Bestattungswesen. Es gibt sehr viel dazu zu sagen, aber sehr prägnant für die Hallstattzeit sind die großen, mächtigen Grabhügel, wo gerade hier im Weinviertel ganz nahe gelegen in der Ortschaft Großmugel der höchste erhaltene Grabhügel eben dieser Zeit noch steht. Der zweite Teil dieses Schwerpunktes über die Geisteswelt beinhaltet dann Kunst- und Kultgegenstände. Kunst und Kult ist natürlich etwas, was in der damaligen Zeit ineinander übergegangen ist. Wir haben das aufgegliedert in mehrere Teilbereiche. Das ist zum einen der Bereich der Kultwagen, wo wir einige sehr schöne, großartige Stücke haben. Wir haben dann Kultobjekte im Sinne von Kultgefäßen, die wir präsentieren. Und letztendlich die ganz, ganz große, reichhaltige Kategorie von figürlicher Kunst. Als weiteren Themenschwerpunkt haben wir dann die internationalen, wenn man so will, die Kontakte, die Fernbeziehungen, die Menschen der Hallstattkultur lebten nicht für sich allein isoliert, sie standen in Kontakt mit ihren Nachbarn, mit Nachbarvölkern. Auch das wollen wir anhand von einigen Objekten etwas näher beleuchten. Dann ein letzter größerer Themenblock, den wir haben, das ist das Gastmahl oder das Fest, das offensichtlich, wie wir aus den Funden ablesen können, in der hallstattzeitlichen Gesellschaft einen ganz großen Stellenwert gehabt hat, das gedachterweise wohl auch im Diesseits eine große Bedeutung gehabt hat und wo wir versuchen, mit ausgewählten Objekten die einzelnen Aspekte von Gastmählern, von Festen in der Hallstattzeit ein bisschen nachzuzeichnen. Das war schon ein ganz kurzer Überblick über das Konzept der Ausstellung. Ich freue mich schon, wenn wir sie dann in Kürze miteinander uns anschauen können. Danke sehr. Lieber Fritz, vielen, vielen Dank für zum einen diese wertschätzenden Worte, die wir, glaube ich, nur zurückgeben können. Also die Zusammenarbeit war wirklich sehr angenehm, sehr toll und ich glaube, wir alle freuen uns dann auch schon, dass wir sozusagen dein Werk dann auch begutachten können. Sehr geehrte Damen und Herren, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mick-Leitner darf ich jetzt Landesrat Martin Eichtinger zu mir bitten, um auch die Ausstellung dann offiziell zu eröffnen. Sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Schulz, lieber Manfred, sehr geschätzte Bürgermeister und Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, sehr geehrter Herr Mayer, sehr geehrter Herr Bieler, Herr Breinfalk, Herr Groh, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Ich darf heute hier in Vertretung unserer Landeshauptfrau Johanna Mick-Leitner sprechen und darf Sie von ihr ganz, ganz herzlich grüßen lassen. Ich war gerade vorhin mit ihr wieder am Telefon, weil uns beschäftigt natürlich ganz, ganz intensiv die derzeitige Situation in der Ukraine und der fürchterlich dort herrschende Krieg. Aber ich möchte hier an dieser Stelle nur ein ganz großes Dankeschön sagen. Allen, die Großartiges leisten an Solidarität, die hier eine Hilfsbereitschaft zeigen, die wirklich unglaublich ist. Am Sonntag werden wir schon den vierten ganz, ganz großen Hilfskonvoi in der Aktion Niederösterreich hilft wieder in Richtung Ukraine auf den Weg bringen. Weitere sind geplant. An dieser Stelle nur an alle ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir sind unglaublich stolz, wie unsere Landsleute hier reagiert haben. Ja, es ist heute schon gesprochen worden darüber, dass die letzten zwei Jahre gerade im Kulturbereich sehr herausfordernde waren. Wir waren natürlich in der Landesregierung und insbesondere unsere Landeshauptfrau sehr bemüht, dass wir unsere tolle Museumsszene, unsere Kulturinstitutionen, aber auch unsere Künstlerinnen und Künstler nicht im Stich lassen, dass wir unsere tolle Kulturszene hier weiter unterstützen, wenn es auch über viele Strecken keine Auftritte, keine Begegnungen gegeben hat. Deshalb ist das heute Abend auch schön, dass wir das haben können, dass wir diese Ausstellungseröffnung feiern können. Und ich glaube, dass wir wirklich sagen können, wir haben allen über diese Periode drüber geholfen und haben es geschafft, dass wir unsere lebendige Kultur erhalten können.
Ich möchte an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön sagen dem Mammuts, eine großartige Institution an den zwei Standorten mit herausragenden Ausstellungen. Heute ist schon die Maya-Ausstellung erwähnt worden und ich freue mich sehr auf die heutige Ausstellung, die, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz besondere Epoche beleuchtet, denn ich bin ja ein bisschen in der Welt herumgekommen und gerade die Hallstattzeit ist eine, die international unglaubliche Aufmerksamkeit findet, wo aus der ganzen Welt Leute auch kommen, um diese Zeit bei uns zu studieren und gerade diese Ausstellung hier ist deshalb, finde ich, etwas ganz, ganz besonders Tolles. Ich habe vorhin auch wieder mit großer Bewunderung gehört, danke auch natürlich dem Naturhistorischen Museum, ich habe auch gehört, wie unglaublich viele Partner, wenn ich ans Joanneum in Graz denke und andere, wie viele hier beigetragen haben, dass es hier auch unglaublich viele Originale zu sehen gibt. Das ist natürlich beeindruckend und wunderschön. Freue mich persönlich auch wirklich, diese Ausstellungsstücke, die so besonders sind, zu sehen, wenn wir uns dann vor den Ausstellungsstücken daran erinnern, wie alt sie sind und wie die damalige Zeit ausgesehen hat. Ich glaube, wir werden das heute sehr, sehr lebendig dargestellt bekommen. Ein großes Dankeschön allen Partnern, aber auch allen Sponsoren und allen, die dieses Projekt unterstützt haben. Wir sind sehr stolz darauf, ein so tolles Museum hier zu haben, eine Kulturinstitution, wo viele andere nur davon träumen, dass sie so etwas haben könnten. Also ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Ich weiß, dass diese Ausstellung Sie alle genauso wie mich begeistern wird. Ein Dankeschön an alle, die hier dazu beigetragen haben und einen sehr, sehr spannenden Abend wünsche ich Ihnen. Sehr geehrter Herr Landesrat, vielen Dank nochmal für Ihr Kommen und natürlich auch ein großes Dankeschön an das Land Niederösterreich für diese stetige Unterstützung. Sehr geehrte Damen und Herren, hier im auch zu Hause vor den Empfangsgeräten. Ich darf mich jetzt nochmal für Ihr Kommen bedanken, auch für Ihr Zuhören natürlich und wünsche Ihnen jetzt dann gleich interessante Eindrücke bei uns in der Ausstellung und vor allem dann hier auch noch eine schöne Zeit bei uns im Mammuts bei einem Glas Wein. Lassen Sie mich abschließend noch ein paar Hinweise anbringen. Das Mammuts bietet 2022 auch wieder eine Vielzahl an Angeboten und Aktivitäten. Weiterführende Informationen und Inhalte zu unserer Ausstellung bekommen Sie zum Beispiel in unserer Museums-App. Da finden Sie in der Ausstellung an ausgewählten Punkten so kleine schwarze Aufkleber mit einem QR-Code. Einfach die App runterladen, scannen und schon wird Ihnen, wenn Sie auch nicht lesen wollen, auch vorgelesen und Sie bekommen weitere Informationen zur Ausstellung. Oder Sie klicken sich einfach in unseren neuen Podcast hinein, den wir gemeinsam mit dem Verein Freunde des Mammuts erstellt haben. Auch zu dem kommen Sie ganz leicht. All jenen Personen, die jetzt an den Tischen stehen, da gibt es so kleine Mammuts. Und das ist der Link zu unserem Podcast www.mammuts.at beziehungsweise einfach im App Store downloaden. Und dann können Sie Ihr Handy, das wissen Sie vielleicht jetzt noch nicht, auch auf diesem Mammut abstellen und können einfach dann auch gemütlich unseren Podcast lauschen. Hier in Mistelbach erwartet Sie in den nächsten Wochen und Monaten auch eine spannende Vortragsauswahl, unter anderem von Ernst Lauermann, Carina Grömer wird auch wieder bei uns sein und auch Hans Reschreiter, der auch heute schon unter uns ist. Besuchen Sie aber natürlich auch unseren zweiten Standort, das wurde vorhin schon angesprochen, das Mammuts im Schloss Aspern an der Zeier, wo Sie in der Dauerausstellung im archäologischen Freigelände, bei Erlebniswochen, bei Handwerkskursen für Kinder und Erwachsene und historischen Festen so richtig in 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte eintauchen können. Auch hier zeitgerechte Informationen einfach unter www.mammuts.at einsehen. In diesem Sinne darf ich Sie jetzt dann gleich alle in unsere Ausstellung einladen. Wir machen da vorher noch einen kurzen Fototermin und werden dann die Ausstellung gemeinsam mit unseren Ehrengästen eröffnen. Dann haben auch Sie die Möglichkeit, hier einen Einblick zu bekommen. Und natürlich gibt es auch für unsere Online-Zuschauer noch einen Einblick in die Ausstellung. Dazu bleiben Sie bitte einfach weiterhin dran. In diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank für Ihr Kommen und einen schönen Abend hier in Mistelbach. Vielen Dank. Applaus